Hier an diesem wunderschönen Fachwerkhäuser in Höxter beginnt der dritte Teil Landesgartenschau. Die Landesgartenschau Nordrhein-Westfalen. Die dauert bis zum 15. Oktober. Da gehe ich jetzt mal die Westenbachstraße entlang. Jetzt die neue Straße entlang in Richtung Petritor. Jetzt die neue Straße. Es dürfte bis zum ehemaligen Stadttor nicht weit sein. Das ist jetzt das Stadthaus. Irgendwo muss jetzt wieder der Eingang zur Landesgartenschau sein. Tolle Farbe. Das ist die Straße jetzt innerhalb der Stadtmauer da. Jetzt bin ich in der oberen Mauerstraße. Links wäre jetzt die Stadtmauer und dahinter ist dann die Landesgartenschau. Die Häuser sind alle an der Stadtmauer gebaut worden, auch in dem Wehrturm dran. Bin ich in der oberen Mauerstraße. Auch eine schöne Ecke der Stadt. Für so eine Stadtbesichtigung ist das Wetter ja ideal. Der Eingang ist doch noch weiter wie gedacht. Ja, hier am Wall ist ja ein Haupteingang. Gibt es so eine Fahrradwerkstatt mit Fahrradverleih in der Nähe? Jetzt bin ich im sogenannten Wallgraben. Da hat aber einer Teller übrig. Hier gibt es jetzt einige Schaugärten. Der Staudengarten an der historischen Stadtmauer. Dann die Galeriegärten. Ein Pavillon der Kunst. Das sind hier Hausgärten. Der Duft. Das scheint der tropische Garten zu sein. Eine
Nee, ist noch ein bisschen zu frisch, dann soll ich da reinspringen. Das ist jetzt der Buddha-Garten. Ich bin mir nicht ganz sicher, es könnte Fächer-Ahorn sein. Also ist die Zeit der Azaleen. Im Hintergrund ist der Spielplatz Märchenwelt. Ah, da hinten ging es nicht mehr weiter, man musste jetzt wieder zurück. Tolle Farbkombination. Ist das Hütchenhaus. Das Haus ist 1909 in Flammen aufgegangen. Man konnte nur noch die Fassade retten. Und wo muss ja noch Denkmal von Hoffmann von Fallersleben sein. Hat von 1860 bis 1874 hier gewirkt, im Kloster Corvey. Das ist einmal eine tolle Dekoration. Jetzt geht es am ehemaligen Corveyer Lehnshof vorbei aus dem 14. Jahrhundert. Das ist die katholische Kirche, die Nikolaikirche. Also das meist fotografierteste Haus in Höxter. Eine zweigiebelige Front, 60 Meter, mit über 60 Rosetten, unterschiedlich gestaltet. Spätbarock, 1766. Zum Filmen für mich ein bisschen dunkel. Die Kirche steht hier am Markt. Das ist auch die Haupteinkaufsstraße. Das ist auch ein tolles Fotomotiv. Jetzt gehe ich wieder in Richtung historischem Rathaus von 1250. Ihr müsst auch wieder rausgehen, gleich zur Weser. Bachstraße 11. Mal wieder die Eintrittskarte rausholen. Ich finde die Idee einfach spitze.
Sinne der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ja, da war schon mit dem dritten Thema Schluss. Es gibt aber auch noch einen vierten. Also bleibt dran.